Grüß Gott, schöner Gruß an seine königliche Majestät Ali Khan. Ich bin jetzt hier in Freisinger Landkreis. Ich bin bei Pfaffenhofener Landkreis. Im Pfaffenhofener Landkreis, im Freisinger Landkreis bin ich gerade durchgefahren. Und ich bin hier bei den Bavarian Cowboys. Das Erstaunliche ist, Pferde habe ich hier keine gesehen. Die Leute sind mit der Zeit gegangen. Die haben Motorräder und fahren mit den Motorrädern durch die Gegend. Und hin und wieder wissen sie es auch, eine richtig geile Party zu feiern. Gehen wir jetzt ins Fernsehen? Ja, Lagerfeuer, Lagerfeuer! Warum? Weil da meine Späßchen dabei sind, weil wir da miteinander fortfahren und weil das sehr interessant ist, die ganze Geschichte da. Ja. Also alles dabei. Da ist von Fighter bis Harley-Fahrer, Enduro-Fahrer, alles dabei. Quer durch. Fahre im Motorrad, weil ich kein Kamel bin. Bald ganz hinten nicht. Das schönste Motorradfahren ist die Motorradtreffen, weil man da einfach die besten Leute auf der ganzen Welt trifft. Sie haben mir die Frage gestellt, warum das Biken das schönste ist auf der Welt. Ja. Weil ich finde, dass der lauteste Auspuff legalisiert werden sollte. Vielen Dank. Es geht ums Fahren und es geht um das, dass man miteinander was unternimmt und dementsprechend gehören also Feste dazu. Also wir haben ganz klar angefangen. Das war da unten in der Wiese. Und das ist heuer das 20. Ich meine, jetzt ja mehr Leute. Der Zusammenhang heute ist immer größer und wir haben jetzt extra für unsere Clubs, was jedes Jahr kommen, so kleine Weißbierglasen machen lassen, die haben wir gerade dann verteilen und wir kommen ja auch ganz viele Clubs an, fast jedes Wochenende unterwegs. Da kann es mir ein Lied geben, ich bin ein bayerischer Cowboy und noch für dem kommt es. Vermutlich nicht. Nein, voll scheiße. Aber du brauchst noch voll das Hagel. Weißt du, wie ein Moped vor dem Hagel ist geil. Voll. Wie schneit der Hagel müsste? Das ist ein toller Motorradfahren. Also ich persönlich finde, weil man einfach alles drumherum viel besser mitkriegt als im Auto. Es fängt beim Riechen an und hört beim Nasswerden natürlich auf. Die harten Jungs, die nehmen ja noch Männer auf, also da haben wir Frauen nichts zu suchen dabei. Schon behaupten, damit sie nicht dann akzeptieren, aber wenn sie dann akzeptiert haben, dann ist es kein Problem.